eigentlich immer, das sind Männer, die so einen Scheiß durchziehen, aber, also bei mir ist das so. Aber die Frauen, fühlt euch nicht angegriffen, falls irgendwelche Frauen hier zugucken, sind keinen Dreck besser. Das ist generell so. Man sagt auch, ja, Männer fahren risikoreicher. Frauen können viel besser Auto fahren, oder, nee. Männliche Autofahrer sind ein Sicherheitsrisiko und Frauen nicht. Komisch nur, dass ich 90% der Unfallanzeigen in der Zeitung von Frauen lese. Oder von Opas. Ich finde, die sollte man sowieso von der Straße holen. Irgendwie, dass man ab 60 seinen Führerschein abgeben muss. Oder wer halt den wirklich noch braucht und oder brauchen will, dass der halt einen ultraschweren Test machen muss. Also damit nicht einfach nur um dem auf die Eier zu gehen, einfach um die Sicherheit aller. Weil ganz ehrlich, ich wurde letztens beinahe von so einem scheintoten alten Opa über den Haufen gefahren. Weil der die Ampel nicht richtig erkannt hat. Ich muss zurückspringen, weil der einfach vor mir durchgerast ist. Also entweder hat er die Ampel nicht erkannt oder war einfach zu dumm. Der hat mich schier über den Haufen gefahren. Ich finde einfach, sorry, aber wenn man schon Leute als Unfallrisiko einstuft, dann konsequent und die auch von der Straße holen. Nicht nur bei den Jugendlichen, auch bei den alten Omas und Opas. Die sind nämlich keinen Scheiß besser. Da muss ich wirklich sagen, da respektiere ich meine Großmutter übelst. Die hat mit 60 ihren Führerschein freiwillig abgegeben, weil sie einfach. Sie hat, ich habe mal gefragt, wieso, dass sie ihren Führerschein abgegeben hat. Und sie gesagt, ja, wegen der Sicherheit. Sie fühlte sich selbst nicht mehr so sicher im Auto und wollte halt auch sonst niemanden gefährden. Das ist jetzt nicht irgendwie an der Nase herbeigezogen, das ist wirklich so. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt an alle, die so denken. Nur leider denken sich viele, YOLO, ich fahre trotzdem Auto. Und ja. Ich denke, ich werde auch nicht besser sein. Ich sage ja nicht, dass ich ein Musterbeispiel bin. Denn ich bin, wie ziemlich unschwer zu erkennen ist, ein absoluter Autofreak. Und ja, dass man halt so einem Typen den Führerschein abluchst, ist halt schwer. Oder er will es nicht freiwillig machen. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, wenn mir dann halt wirklich einer sagen kann, guck, Junge, du bist eine Gefährdung für andere. Und ich halt wirklich auch Scheiße gebaut habe. Dann sehe ich es ein. Dann ist es mein Bier, dann bin ich schuldig. Dann habe ich den Bockmist gebaut. Jetzt fehlt hier noch so ein Baum. Na egal. Ja, könnt ihr auch mir gerne mal schreiben, wie ihr das haltet, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Ob ihr findet, nee, Opas, die auf der Straße fahren, die sind ganz gut. Oder denkt ihr auch, nee, zumal, oder wenigstens diejenigen, die einen Unfall bauen, dass man denen halt das Zeugs wegnimmt. Also, einen Unfall muss man natürlich ganz klar distanzieren, ob er was dafür kann, ob er einfach zu dumm zum Bremsen war oder was. Oder ob Materialfehler oder Einwirkung von jemand anderem oder was auch immer. Muss man ganz klar distanzieren, aber trotzdem finde ich, sollte man da nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt ein armer alter Opa, dem nehmen wir den Führerschein jetzt einfach nicht weg. Einfach weil er ein Opa ist. Man könnte ich gerade so gut sagen, hey, ich bin ein Teenager. Ich habe
mehrere tausend Franken dafür investiert, dass ich Auto fahren lernen kann. Ich Depp, müsste doch Scheiben machen. Wieso nehmt ihr mir das Dings weg? Weil, ja, keine Ahnung. Nur weil ich jung bin und der alte Sack, wenn der über den Haufen fährt, interessiert es keinen. Da fühle ich mich ein bisschen unfair behandelt. Wir haben, by the way, das Glas fertiggestellt hier. Ich würde übelst gerne Kakteen finden. Nur ich sehe keine. Ich sehe überall nur Wald, Wald, Wald. Aber keine fucking Kakteen. Da könnte ein Kakteen vorhanden sein. Ja. Ich würde sagen, wir legen uns nochmal hin. Haben wir eine Schere? Nein. Dann werden wir das mal ändern. Doch, haben wir. Ich bin so dumm. Aber die wird bald den Geist aufgeben, deshalb zack. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Axt. Wir brauchen eine Schaufel. Und das passt eigentlich ganz gut. So. Weil ich kann euch mal erklären, was ich jetzt noch vorhab hier. Und zwar, damit der Eingangsbereich von unserem Haus hier ein bisschen sicherer ist, werde ich hier, das hier sind meine Eckpfeiler sozusagen, wirklich Eckpfeiler von meinem Haus. Und hier drin werde ich eigentlich alles aushöhlen. Also der Baum hier kommt weg, der Baum bleibt, der Baum bleibt. Und ich werde hier halt an den Wänden alles, ich werde hier alles abhauen an Blättern, werde ich hier so Blätterwände hinhauen. Damit ich halt da drin eine Plantage, hier eine Plantage machen kann. Wo ich halt dann auch ein bisschen farmen kann, weißt du? So. Hier. Ups. Au! Au! Du Dummbatz! Stirb! Stirb! So. So, hier kannst du mal kurz abtrennen. Das ist dumm. Ja gut, das lassen wir mal. Oh, das könnte sich als schon wieder. Ach nee, der Dingens hat sich einfach nur gelöst. Könnte sich als schwieriger erweisen. Wenn wir es einfach so machen, ich hau hier, ups, die ganzen Blätter hier weg. Da unten ist ein Creeper, mit dem würde ich ungern eine Bekanntschaft schließen. Moin Nachbar! Na, alles fit im Schritt? Es sind sogar zwei neue Nachbarn. Herz allerliebst. Wenn ich jetzt Pfeile hätte, wären sie tot. Leider habe ich keine Pfeile. Das ist Glück für die Nachbarn. Hey! Hey! Hey, Dude! Dude! Hey? Darf ich? Kommt mal her. Papa hat ein Geschenk für euch. Wobei, der hockt ja im... Ich hab Pfeiler. Bäm! Voll in den Arsch! Der failed. Oh, er kommt hoch. Mama! Es kommen beide hoch. Scheiße, scheiße, scheiße. Wehe, ich warne euch. Wehe, einer von euch Schwachmaten bombt mein Haus weg. Ihr seid sowas von geliefert. Mama! Komm.
kommt her. Nein. Nein. Komm her. Hua, hua, pam. Pum, pum, cha, chu, cha, pum. Burn, Motherfucker. Das wäre eigentlich ein One-Hit-Kill gewesen, der Schuss in den Hals, aber... Es ist Minecraft. Da ist ja noch einer. Au. So, hierzu, hierzu. Ich mache hier einfach die Luke hier wieder dicht. Wir können da unten die Viecher kräuchen und fleuchen, wie sie lustig sind. Es interessiert mich dann einen feuchten Scheißdreck. Nur die Bäume hier müssen weg. Au! Alter, hab ich mich erschrocken. Von wo... Und ich beschossen. Ist klar, wa? Stell ich mich wieder hin und dann... Sag mal. Ah, egal. Geronimo! Hier liegt überall... liegen hier noch Blätter rum. Muss gleich mal gucken, wie lange ich hier schon aufnehme. Allzu lange will ich dann doch nicht mehr aufnehmen. So. Hier liegen überall noch Blätter rum, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen. Dann haben wir hier einen Eckpfeiler, den wir auch noch kurz glatt rasieren. Jetzt, das können sich als schwer entpuppen. So, da, da. So. Failed. So, dann hau ich mir noch was zu essen rein, damit mein Leben wieder regeneriert. Und hol mir da unten die Blätter, die mir meine Schere fast ruiniert haben. Aber eine Schere ist ja ein Verbrauchsmaterial, deshalb ist es schon gut so. Ja, der Garten ist eigentlich das nächste Projekt, was ich in Angriff nehmen will. Der Baum hier muss auch noch weg.
Weil so langsam aber sicher geht uns der Vorrat aus. Und hier rundum überall die Viecher abschlachten. Irgendwann sind keine Viecher mehr da. Deshalb müssen wir uns irgendwie vegetarisch ernähren. Ja, wir machen einen auf Greenpeace und ernähren uns vegetarisch. Eigentlich hätte ich ein Dings da wo die Laterne dran war, das hätte ich eigentlich lassen wollen. Aber hat nicht so geklappt, wie man hier sieht. So, dann brauchen wir eine neue Schere. Und dann können wir am nächsten Tag mal anfangen, hier die ganzen Begrenzungs Teiler zu machen. Gib mir mal hier Eisen und so. Wir haben ja schon Blätter, lol. Egal. Wir brauchen eine Menge Blätter. Deshalb passt das schon. Einfach alles abhauen. Kann das nachher selbst wieder ranbauen. So. Wo ist A? So, dann guck ich doch mal, wie lange wir hier schon aufnehmen. Minecraft. Eigentlich schon eine ganze Weile, nehme ich mal an. Ja, ich müsste hier eigentlich cutten, um das zu sehen, aber tue ich jetzt gerade nicht machen. Ja, ich verschwende gerade ein bisschen unser Eisen, aber scheißegal. YOLO. Ich wollte eigentlich die Dinger setzen, wa? Gut. Über was für Themen könnte ich sonst noch quatschen? Fällt mir gerade nichts ein. Au. So, dann ja, wobei, eigentlich könnte ich das da schon so lassen, wie es war. Oder wie es ist. Ja, es ist nicht der äußerste Punkt, ich weiß.
falsch. Ja, ich denke, wir werden das nächste Mal in der neuen Welt starten, also wieder von vorne anfangen. Weil ich finde die Welt hier nicht wirklich so Bombe. Hab ich schon deutlich bessere Welten gehabt. Ja. Gut, ich habe jetzt auch gerade keine Lust mehr zum Aufnehmen. Deshalb würde ich sagen, beenden wir hier die Folge von Let's Play Minecraft von mir, Mr. Swisszocker. Wenn es euch gefallen hätte, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn nicht, dann schreibt mir doch in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dahin. Euer Mr. Swisszocker. Tschüss.